Davor. Also wenn jetzt irgendjemand erwartet, dass ich für den Antrag spreche, weil Sebastian ihn als Barnehmerin einbringt, werde ich beweisen, auch der Barnim gibt's noch, im Barnim gibt es noch unterschiedliche Auffassungen. Liebe Genossinnen und Genossen, dieser Beschluss hat eine emotionale Seite und er hat eine rationale Seite. Und was mir äußerst selten vorkommt, ich möchte euch gern was über die emotionale sagen, weil ich glaube, vor 15 Jahren hätte ich hier noch getobt. Mittlerweile macht mich sowas nur noch traurig. Wählerinnen und Wähler werden gewählt, weil wir wählen Kandidatinnen und Kandidaten, weil wir Vertrauen zu ihnen haben, weil wir sie kennen. Und wenn wir sie nicht kennen, dann haben wir kein Vertrauen, aber dann wählen wir sie ja in der Regel auch nicht. Es gab wenige Ausnahmen in unserer Geschichte. Wenn wir sie aber gewählt haben, vertrauen wir ihnen nicht mehr. Und da kann mir hier jeder sagen, was er möchte. Ich lese, was schwarz auf weiß steht. Das Zweite ist, das Vertrauen wandelt sich also in Misstrauen, dass du das, was du mir zugesagt hast, Genossin, dann nicht mehr erfüllst, wenn du Abgeordnete bist. Wie gehen wir miteinander um, Genossen? Und das Dritte, der Gipfel ist wirklich, entschuldigt bitte, Genossen. Diese Partei tut, nein, ich weiß es nicht besser, diese Partei tut es, Genossinnen und Genossen unterschreiben eine solche Selbstverpflichtung. Darüber könnt, das können Sie machen. Nichts, kein Problem damit. Und dann sage ich, weil ich sie unterschrieben habe, jetzt bitte ich aber mal um Gleichbehandlung und deshalb müsst ihr alle anderen genauso behandelt werden. Ein interessantes Demokratieverständnis. Lasst es mich an drei Sachen rational machen. Die Zeilen 219 bis 244 sind unstrittig und können sofort beschlossen werden. Müsst ihr noch mal kurz in den Antrag gucken. Ich wiederhole gerne, 219 bis 244. Die Zeilen 245 bis 273 sind bereits gedeckt durch die Bundessatzung und durch das Bundesstatut und die Landessatzung in Absatz 1 und 2. Wenn das nicht mal erfüllt wird, Leute, sag mal, kennen wir unsere Kandidatinnen oder Kandidaten oder kennen wir sie nicht mehr? Nehmen wir den ersten Besten auf der Straße oder prüfen wir vorher noch, wen wir eigentlich wählen? Es ist ein solches Misstrauen in die, die diese Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen, dass ich fassungslos bin über ein kollektives Misstrauen. Zeile 277 bis 296 ist auch eine Unfähigkeitsvermutung in die Fraktion, denn hier wird gesagt, was die Fraktion regeln soll. Und weil wir den Arsch nicht in der Hose haben, innerhalb einer Legislaturperiode mal zu sagen, der Genosse sowieso entrichtet seine Beiträge nicht, die wir gemeinsam beschlossen haben, in der Fraktion erfüllt der oder diejenige ihre Aufgaben nicht, weil wir diesen Arsch nicht in der Hose haben, machen wir einen Beschluss und reden die nächsten 5 Jahre wieder nicht drüber. Leute, das ersetzt doch keine Gespräche. Und abschließend sei es noch gesagt, dieser Beschluss erinnert mich an das Agieren der Bundesregierung, als es den Malle-Rolf gab. Da gab es einen Missbrauch, der durch alle Zeitungen ging, das ALG II. Er ging nach Mallorca und machte Urlaub als ALG II-Empfänger. Die Antwort der Bundesregierung war eine Verschärfung der Hartz-IV-Gesetze. Und was machen wir? Es gibt den einen oder anderen Missbrauch bzw. Nichterfüllung der Anforderungen, die wir natürlich in Vorbereitung der Wahlen mit jedem einzelnen Genossen bereden. Und was machen wir dann? Weil wir euch nicht mehr vertrauen, machen wir jetzt einen Beschluss und wissen genau, dieser Beschluss ist das Papier nicht wert, auf dem er steht, weil die Freiheit des Mandates noch mehr wert ist als Parteitagsbeschlüsse.